Wir brauchen einen Schneckenmotor, Schraubenzieher und Inbusschlüssel. Immer erst den Stromschalter ausschalten und das Stromkabel entfernen. Die Schraube der einen Seitenabdeckung entfernen. Danach die Schrauben von der einen Seite der Rückabdeckung oder eventuell alle entfernen. Die Rückabdeckung nun herausschwenken. Wenn nicht genug Platz vorhanden ist, die gesamte Platte herausnehmen und auf dem Rauchrohr liegen lassen. Danach eine Hand zum Schneckenmotor führen, den Schneckenmotor drehen, bis die Inbusschraube zwischen Schneckenmotor und Pellettank sichtbar ist. Eine Hand unter den Schneckenmotor halten, damit dieser nicht herunterfällt, wenn die Schraube gelockert wird. Die Schraube nun lockern und den Schneckenmotor entfernen. Die zwei Stecker herausziehen. Nun den neuen Schneckenmotor holen und die zwei Stecker an diesen anschließen. Den Schneckenmotor nun nach oben in die Öffnung stecken. Dabei beachten, dass die flache Seite der Schneckenmotorachse zur Schraube hinwendet. Den Schneckenmotor festhalten und die Schraube anziehen. Fertig. Nun nur noch die Rück- und Seitenabdeckung montieren. Wenn Sie sich bei dem Austausch eines Schneckenmotors unwohl fühlen, fragen Sie bei einem Fachmann um Hilfe.